Tobi Schlacker, grüß dich, servus. Hallo. Das freut mich, dass ich dich jetzt einmal vor dem Mikrofon habe und nur dazu vor einem Hanfunderdog irgendwie. Danke. Du bist ja mittlerweile kein unbeschriebenes Blatt mehr, würde ich sagen. Oh, na, ich hoffe. Ja. Okay, also die brauche ich jetzt nicht fragen, warum du heute da bist, aber erklären wir mal ganz kurz, ist es schwierig, sowas vorzubereiten, also einen ganzen Lastwagen auch zu machen für den Tag heute? Es ist nicht schwierig, wenn ich weiß, worum es geht. Ja, das ist das, was anhält. Und natürlich ist es schwierig. Ja. Du rennst ständig hinterher, die Kosten sind explodiert. Ja. Es ist ein Vielfaches dessen, was am Anfang geplant war. Ja. Aber wenn ich da nach hinten schaue, der Platz ist voll in alle Richtungen, wo wir schauen. Ja. Es zahlt sich aus und es werden halt viele Leute und das Wetter ist schön. Es geht um Medical Cannabis. Ja. Da kommen viele neue Leute auch erstmals, weil ich so ein gutes Echo von allen Seiten dazu bekomme. Toni Schlacker kennen ja mittlerweile schon sehr viele vom Hanf-Institut. Magst du vielleicht kurz mal sagen, gibt es irgendwelche News? Was hat sich gerade da in den letzten Wochen, was ist gerade so aktuell zum Thema Cannabis? Naja, eigentlich das wichtigste und zugleich auch traurigste Thema ist diese geplante Gesetzesänderung. Wir haben eine Pressekonferenz auch dazu gemacht, weil die eigentlich eine Verschlechterung darstellt für die Konsumenten. Ja. Es ist weiterhin überhaupt keine Trennung von Cannabis und andere harte Drogen vorgesehen. Das bleibt weiter im Suchtmittelgesetz verankert. Und vor allem finden wir es halt schon eigenartig. Über 32.000 Leute haben jetzt schon die Bürgerinitiative geschrieben und da wird jetzt also so in aller Schnelle etwas durchgepeitscht, wo man merkt, das ist absolut nicht praxisbezogen und eben also überhaupt nicht so gestaltet, ja, wie es eigentlich für die 1 Million Hanffreundinnen und Hanffreunde in Österreich sein sollte. Wie wäre, was war eine Form, wo du sagst, oder das war okay für dich oder so sollte es ausschauen eigentlich, dass das einen Sinn hat? Schau, das Endziel ist natürlich eine Legalisierung, so wie in Colorado, vollkommen vom Genuss und vom Heilmittel. Ja. Aber schauen wir auch, wie lange es in Amerika gedauert hat. In Kalifornien zum Beispiel, die waren die ersten mit Medical Marijuana 1995. Es hat 19 Jahre gedauert, bis es in Colorado legal wurde. Ja. Es wird jetzt schneller gehen, weil jetzt so viele medizinische Erkenntnisse vorliegen. Ja. Es kann niemand mehr bestreiten, dass es eine Heilpflanze ist. Und ich habe ständig Augenzeugenberichte von Leuten, die eine Krankheit haben, oft viele Jahre eben gelitten haben unter Nebenwirkungen, unter den Wirkungen der Krankheit und die also auch feststellen, Cannabis ist die beste Medizin für sie. Ja? Und das ist im Sinne von der Eigenverantwortung eines Erwachsenen, bitte möchte ich mich mit dem behandeln, von dem ich denke, dass es mich gesund macht. Ja, ja. Dieses Recht kann man keinem Menschen absprechen. Toni, wie kann man die unterstützen mit dem Hanf-Institut? Was kann man tun, dass man aktiv wird? Es ist genau das Unterstützen am allerbesten mit Spenden. Wir merken eben, es ist die Aktionen aufzustellen. Es geht alles, wenn ein Geld da ist und es funktioniert unheimlich schwer, wenn keines da ist. Wir wollen aber natürlich weiter eben darauf aufmerksam machen mit Informationskampagnen und das Ganze einem breiteren Publikum näher bringen. Vor allem, weil ich feststelle, die Leute 40 plus, ja, die es eben gleich oft direkt als Heilmittel entdecken. Ja, und die nicht also vorher schon geraucht haben, aber eben jetzt und jeder sozusagen Dr. Google seine Krankheit und dazu das Wort Cannabis und die Leute stoßen auf positive Erfahrungsberichte und probieren es auch aus. Jetzt stelle ich nur zum Abschluss die Frage, die ich jetzt schon sehr viele Leute heute gestellt habe. Was schätzt du, wie lange wird es so dauern, bis wirklich eine sinnvolle Änderung kommt? Einfach nur eine Schätzung. Was glaubst du? Schau, eben, ich sage, es wird in Schritten gehen. Wir sagen bitte einmal sofort Straffreiheit für den Eigenanbau von Leuten, die medizinisches Cannabis benötigen. Ja. Wenn wir das einmal hätten, wären wir einen großen Schritt weiter, weil es ist doch ein Wahnsinn, dass man Leute also mit Gefängnis bedroht im Extremfall. Weil gerade bei den Leuten, die Konzentrate nehmen, also ein Öl nehmen, ja, oder so, da kommt geschwind eine große Menge theoretisch zusammen, ja, und die sind also weiterhin vom Recht her mit Gefängnisstrafe bedroht, ja. Noch dazu eben, wir reden immer keine Strafe, das ist ja alles nur beim Ersttäter, bist du dann der Wiederholungstäter, ja, dann schaut ja die Geschichte schon wieder anders aus, ja. Und daher sage ich, fangen wir mal klein an, ja, es gibt genügend Leute, die schon eben um eine Ausnahmegenehmigung angesucht haben, die sind alle nicht bearbeitet, wir werden in die Richtung auch in Zukunft einen Schwerpunkt setzen und da was tun. Okay, so, dann sage ich auf jeden Fall danke, lieber Toni Schlacker. Ja, ich sage danke zu euch. Ja. Unterstützt den Toni auf jeden Fall mit dem Hanf-Institut. Ja, wirklich, es gibt einen PayPal-Button auf unserer Seite. Wenn der verwendet wird, ja,
eben Mitglied werden. Es gibt 1 Million Hanffreunde. Ich sage immer, wenn jeder nur den Gegenwert von einem Joint oder von 5er oder einen 10er von einem Gramm hergibt, ja, hätten wir das Geld, da könnte man Informationskampagnen machen, dass also aber wir wirklich sichtbar bleiben und das Ganze ist so. Es war überall immer so, weitergegangen ist dann was, ja, wenn Geld da war, dass man professionell das betrieben hat. Ja, also ja. Siehst du auch so, bevor noch eines groß irgendwie in Umlauf kommt bei uns, ist es mir wichtig, dass reine Information einmal in die Köpfe der Leute kommt. Auf alle Fälle, wobei ich schon ein unheimliches Umschwenken merke. Ich war bei einer Podiumsdiskussion bei einem Messe in Wiener Neustadt. Da sitzen die ganz normalen Hausfrauen, die zur Gesundheitsmesse gehen und hören sich das an. Und also dort hat keine was dagegen, wenn sich ein Patient jetzt sein Gras selbst anbauen würde. Ja? Also, und so ist es auch. Ich bin noch niemandem begegnet, der mir ins Gesicht gesagt hätte, ich bin dagegen, dass einer Cannabis nimmt, obwohl es einem gut tut. Ja? Und wird hier nur an etwas festgehalten und es ist halt eine uralte Polemik. Ja. Und vor allem, weil das Wissen nicht ist. Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Leute, die Cannabis nicht kennen, den Rausch ganz falsch einschätzen. Ja. Die glauben, dass man da irgendwie so, wie wenn das so, wenn man 10-mal besoffen war. Und es ist nicht eben. Genau umdreht. Es ist, man fliegt, man schwebt, es ist leichter, es ist angenehmer, ja. Es ist nicht wie wegsaufen. Ja. Und jeder, der einmal einen geraucht hat, weiß genau und denkt sich eben, es ist oft eher so, dass die Leute dann sagen, ich hätte mir das viel stärker erwartet. Ja. Und da muss man ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das an und für sich ja eben, ja, dass sich das ändert, genau. Wenn wir da zurückschauen, sehen wir, es tut sich schon was. Es wird mit jedem Jahr besser und es kommen immer mehr Leute drauf. Und weiß auch, ich meine, es ist ein natürliches, traditionelles Heilmittel. Die Kaiserin Maria Theresia, die hat 9 Kinder gehabt und das öffentliche Schulsystem eingeführt und ihr Arzt hat ihr ein Leben lang Cannabis-Tinktur verschrieben gegen so ziemlich alle Krankheiten, gegen eigentlich alle Krankheiten und Schlaflosigkeit und Nervosität. Also wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall schaut schon sehr gut aus dahinter uns, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn wir alle weitermachen und noch ein paar das Hanf-Institut unterstützen, dann wird es sicher so was. So machen wir das. Okay. Danke. Toni, ich danke dir. Ja, danke. Habt so viel Spaß beim Hanf-Wandertag. Schaut da drauf auf die Homepage. Danke. Danke. Ja, super. Ausgezeichnet.